Guten Morgen, ich habe mich verbunden mit der Mutter des Lichts. Ich habe sie ganz groß und weit wahrgenommen, wie sie auf uns hinunter wieder diese vielen Lichtfunken strahlen lässt oder Sternchen. Und Scham und Schuldgefühle, das waren die Worte, die ich bekommen habe. Und jetzt verbinde ich mich nochmal ganz mit ihr und dann schauen wir, was sie sagen möchte. Sie sagt, ich berühre dich in deinem Herzen. Ich liebe dich, mein Kind. Schuld und Scham habt ihr als Menschenkinder immer wieder erfahren, sich schuldig zu fühlen, sich selbst nicht gerecht zu sein. Und ich hüte in mir das Licht der Freiheit und die befreiende Energie. Und heute möchte ich mit dir diesen Raum klären in deinem Herzen. Es ist eine innere Wahrnehmung, die stattfindet. Ich verbinde mich mit dir von Herz zu Herz. Und all diese Lichtfunken, das reine Licht, durchströmt dich in Verbindung zu mir. So kannst du einen Moment diese Energie in deinem Herzen, in deinem Körper und in deinem ganzen Feld aufnehmen. Schuld Die Schuld ist ein inneres Ungleichgewicht. Sich schuldig fühlen hat mit der Energie einer eigenen Unstabilität zu tun. Und aus dieser Unstabilität erscheint das Gefühl von Scham und Schuld. Und diese Erinnerung daran geht ganz weit zurück in die Geschichte der Menschen. Und es wurde uns hier auf Mutter Erde zugetragen, was richtig und was falsch ist. Und aus eigenem Herzen zu handeln, kennt keine Schuld. Sich von außen her diese Schuldzuweisung aufzubürden. Hat mit dem menschlichen Denken zu tun. Weil alles immer in einer Abhängigkeit entsteht. Die aus einer alten Resonanz zu dir zurückkehrt. Und die Schuldgefühle, sich nicht richtig zu fühlen,
etwas falsch gemacht zu haben. Drück die Energie nach unten oder erschwert dein Herz. Und wenn du erkennst, dass jedes Handeln, alles, was bisher geschehen ist, aus der eigenen Erfahrung wie auch aus Erfahrungen anderer Menschen entstanden ist, so kannst du auch erkennen, dass alles, was im Zusammenhang mit äußeren Geschehnissen geschehen ist, alles immer eine karmische Ursache hatte, eine Energie, die dazu geführt hat. Und wenn du dies erkennst, dass es mit deiner Vergangenheit, mit der Vergangenheit einer anderen Person im Zusammenhang steht, kannst du erkennen, wie wertvoll es ist, diesen Ausgleich wahrzunehmen und in diesem Moment kannst du dich dieser Schuldgefühle lösen und du kannst erkennen, wie wichtig es war, diese Erfahrung zu widerleben, zu erfahren. Und wenn du in diesem Moment auch in dir selbst das Urteil lösen kannst, wird es frei in dir. Und umso bewusster du wirst, umso weniger wirst du solche Erfahrungen in dein Leben, in dein Feld ziehen. Vergeben und verzeihen für alles, was geschehen ist. Erkennen, dass es richtig war, dass es einen Hintergrund gibt. Und auch diesen Hintergrund anzunehmen, führt dich in die reine Energie, in dein Herz. So öffne jetzt dein Lichtherz und weite es ganz aus, die wundervolle Blüte, die sich ganz öffnet in deinem Herzen. Und die reinen Lichtfunken und Strahlen, die sich ausdehnen, ausweiten in deinem ganzen Körper
und in deinem ganzen Feld. Und alle Energien, die mit Schuld und Scham und eigener Verurteilung noch in deinem Feld sind, werden von deinem reinen Lichtfunken aus deinem Herzen durchstrahlt und kehren in dein Herz, ins Zentrum deines Herzens. Wo du sie selbst in deiner reinen Liebe transformierst. Sich deine Energie und dein Bewusstsein stärkt jegliche Selbstverurteilung löst sich in deinem Herzen auf, in Liebe und Achtung zu dir selbst. Du stehst ganz in deiner Kraft und in deiner Mitte. Und die vergangene Energie, also die Energie der Vergangenheit, reinigt sich in deiner Liebe, in deinem Herzen. Und so kommst du wieder in ein inneres Gleichgewicht, näher zu dir, zu deinem Wesen. Das Christuslicht, die reine Liebe, strahlt in dein Herzraum.
entscheide dich, diese klare Energie in deinem ganzen Feld aufzunehmen und dich dieser reinen Verbindung dieser reinen Liebe zu entfalten, dich zu stärken und in dieser Energie weiter zu wachsen. Ich liebe dein unendlich klares, weites Licht und ich berühre dich auf deinem Herzen . Ich, die Mutter, schütze dich auf deinem Weg . Vertraue deiner eigenen Wirklichkeit, deiner Liebe und deiner Schöpferkraft. Und jetzt schickt sie uns wieder so eine reine Blüte. Und sie sagt, das Licht ist rein in dir. Und sie geht wieder einen Schritt zurück und verneigt sich. Und ich nehme jetzt ganz stark diese goldene, glitzernde Krone wahr, die sie auf dem Kopf trägt. Und sie sagt, die Krone symbolisiert die Verbindung zum Licht. Sie sagt auch, stärke dich immer mehr dieser Verbindung. Ich liebe dich, die Mutter des Lichts. Ich bedanke mich bei ihr und bei dir. Ich freue mich wieder auf morgen. Ich wünsche dir einen ganz schönen Tag und hoffe, dass du den Tag genießen kannst in dieser Leichtigkeit. Ciao!